Also da bin ich nicht Freak genug, beziehungsweise nicht Skyrim-fanatisch genug, dass ich mir das alles durchlesen muss und lese und das so toll finde und mich dafür interessiere. Wenn es danach geht, müsste ich auch jedes Buch lesen. Mal gucken. Aber ich habe bestimmt kein Dings. Es ist, als würde ein Teil von mir fehlen. Achso, nee, ich will ja. Jeder Dunmeer ließ ein Stück von sich zurück, als wir unsere Heimat verließen. Nun können wir nur noch das Beste aus dem machen, was wir haben. Wie macht man dann wieder eine Aufladung rein? Zum Beispiel in den Stab, den ich jetzt leer habe. Ladung, RB. Keine weiteren Gegenstände von. Achso, das mache ich einfach aus dem Menü heraus. Aber ich habe ja alle Dinge abgelegt. Okay, da geht's in die Gemächer. Die Wache steht im Haus. Wie kann er da husten oder spucken oder was auch immer das Geräusch bedeuten soll? Wegen Asche. Steht ihr hier so rum? Oh ne, die haben schon so viel Gold gegeben. Azuras Weisheit sei mit euch. Euer Mitleid brauche ich nicht. Ich gehört, ich hätte die im Gegenteil. Ratsherr Morwein war so nett, hat nicht je. Ich war früh, als die Mine erschöpft früher, war. Früher, was ist passiert? Wenn ich meinen letzten Beutel Münzen ausgeben möchte, um... Ihr könnt es ja... Wenn ihr diesen störrischen Esel dazu bringt, mich in den Netz zu lassen, sorge ich dafür, dass ihr angemessen entlohnt werdet. Seid gesegnet, Mutsera. Das war doch genau da drin, wo ich gerade war, oder? Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich hab dir meine Spitzhacke schon. Stahl. Ach genau, für ihn brauchten wir ja das Stahlring. In meinem ganzen... Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr jemanden, das eins, davon gibt es das Exemplar, meine das Markierung gerade bekommen. Werft einen Blick darauf. So, 2000 Gold, das ist eigentlich recht viel. Wie kann ich jetzt in ihn investieren? Rüstungswert. So, hier habe ich eigentlich alles verkauft, was ich nicht wollte. Eigentlich sind es ja wirklich dann nur noch die Sachen hier. Tja, lade ich den nochmal auf oder was mache ich damit? Viel Schaden hat er nicht gemacht. Das Schild hebe ich aber auf. Mirax Sachen eigentlich auch erstmal. Genauso wie das. Wie viel ist der Anhänger so wert? 14, ist ja lustig. Fast nichts. Schade, er ist nicht leer. Vielleicht hätte ich ja auch wirklich was investieren können, wenn er erst leer ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Sagt Crescius, er gibt mir die Spitzhacke besser zurück. Ihre Angriffe auf das Boulder. Es gab... Ich weiß es nicht. Ganz genau. Irgend... So. Das weiß... Schrecklich. Hier sind so viele neue Leute, habe ich das Gefühl. Achso, die kommen bestimmt alle von den... Schreien, die ich befreit habe. Ich glaub, wir haben schon meine Mutter verloren. Eure Mutter ist gestorben. Obwohl die wie? Kurz gesagt, sie haben unsere Siedlung angegriffen. Willkommen im... Ich habe gerade neue Waren vom letzten Versorgungsschiff bekommen. Schaut mal, ob euch etwas gefällt. Nein, danke, du hast nichts. Nichts von Interesse. Mein Mann, wenn die... Wollt ihr... Solange ihr sie mir bringt, 500 wiederbekommen. Das, was ihr hier seht. So, hast du ein paar Tränke für mich? Gift, Heilung, Heilung, Mana, Heilung, Top. Wenn ihr Vorräte braucht, hier, wo ihr mich... hier war ich noch nicht drin. Ah, ein Gasthaus, da gibt es doch bestimmt ein paar Quests. Ein Ladebalken. Ohne Schrift und Bild. Hatte ich auch noch nicht. Die sind ja alle freundlich, ja. Keiner hat mir was zu sagen. Die doch nicht wie ein... Doch, das ist tatsächlich eine Gaststätte. Willkommen im spuckenden Netz. Ach, Geldris Adri, das ist doch hier der, mit dem ich sprechen sollte wegen der Tante. Ich kann mir das nicht mehr... Da habt ihr wohl...
Sagt ihr, dass sie hier jeder... Der Edel... Ich Auftrag hatte, erledigt. Ich muss den Leuten nur noch erzählen. Ich hatte... Nehmt diese Suyama-Kostproben und erzählt den Leuten davon. Habt ihr alle verteilt, erhaltet ihr einen Bonus. Kostproben verteilen. Ach, vor ein... 10 Stück. Einer meiner Stammge... während der Mann sieht zu den Oh, die labern alle viel zu viel. Schlieb, ich habe schon so... Genau so war's. Die Aschenbrutangriffe auf... Wenn ihr Gold habt, sprecht doch... Jetzt, wo die Minen... Ich habe gehört, dass der verrückte alte Crescius... Die Redoran-Wache hat in den Bergen ein Rudel Wirbel... Und so kriegt man Quest. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Nö, hat nichts Interessantes. Passt auf euch an. Oh, ich wollte da durch. Aber da hinten scheint nicht zu sein. Was haben wir hier? Schlafgemächer? Ja. Billige Absteigen. Na gut, dass ich nicht gezwungen bin, Lebensmittel zu essen und zu schlafen. So, kann ich doch gleich die Kostproben verteilen. Der will nichts. Der möchte eins. Nehmt diese Brühe und schüttet sie in einen Brunnen. Willkommen. Tut mir leid. Gildes verbietet mir das Trinken. Hab dich mal nicht so. Ein Schluck kann doch jeder vertragen. Da macht die Arbeit gleich viel mehr Spaß. Und sie geht schneller vorbei. Milore, drüben auf dem... So, was haben wir hier? Gildes muss das in Flaschen füllen und auf dem Festland verkaufen. Willkommen in... Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geld. Wenn die Qualität stimmt, bin ich interessiert. Schaut vorbei. Hättet ihr vielleicht ein... Nein, das kann ich nicht. Es könnte giftig sein. Oh, ein Penner. Da kann ich wählerisch sein. Er sollte nehmen, was man ihm anbietet. An dem Tag, an dem ich ein... Nun, hier, das trage ich als Andenken an glücklichere Tage. Dankeschön. Ihr ja das klingt gut. Dafür. Wenn ich keinen Hammer tragen werde. Bei mir braucht ihr euch... Schrecklich. Wenigstens lässt mich mein Vater trinken, was ich will. Richtet Geld ist meinen mein Dank Mann. Aus. Sicher. Ich habe gerade auch nichts Besseres zu tun. Ach, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, also besaufe ich mich. Okay. Perfekt. Ich wollte gerade auf ein Glas hinüber. Das hier ist das. So, hier drinnen rein. Um noch ein paar Getränke zu verteilen. Dann zum Tempel. Wenn ich Glück habe, bin ich fertig. Oh, hier ist keiner mehr. Alles, womit. Der gute alte Geldes schafft es doch immer aber wieder. Aber drei Stück. Im Tempel waren zwei und vielleicht läuft da noch ein, zwei Leute beim Schrein rum. Beziehungsweise war Richtung Schrein, glaube ich, auch noch eine Tür. Verzeiht. Nehmt diese Abscheulichen. Der älteste Otrelo. Wenn die Bewohner von Rabenfels Lösung suchen, müssen sie nur die Augen. Die Dunmer glauben nicht, dass der Tod das Ende ist. Ah, oh, da hatte ich gerade einen Anfall. Ja, das Sprechen tut einem nicht gut. Aber was tut man nicht alles für seine begehrten Abonnenten? Seemänner trinken doch immer gern. Ja? Der nicht. Sprecht mit Kapitän Gerlund. Keiner von denen will was trinken. So, damit war ich... Okay, in der Mine war ich noch nicht. Hier darf ich, denke ich mal, nicht. Nee.
Das Haus meinte ich. Verlassen. Anwesen. Kann ich euch helfen? Ja, trink was. Nun, richtet Geldes auf. Hoch. Dass Miri das wirklich zu schätzen weiß. Ich hätte nicht heute. Ich habe zu viele Dinge zu bedenken. Ach, damit kann man doch besser denken. Boah, ist das groß. Wer da? Nö. Süßkartoffeln on Mars. Das dachte ich, da steht wer. Denn hier die da oben oder was? Naja, immerhin ein Getränk abgegeben. Ich werde jetzt doch mal ins verlassene Haus gucken, weil vielleicht ist ja da wer drinne. Ein Penner oder so, ein Hausbesitzer. Besetzer, nicht Besitzer. Vielleicht kann ich das Haus auch kaufen. Das ist aber eine Bruchbude. So, Chama. Noch mehr Alkohol. Puh, nö, nichts von Interesse. So, dann einfach mal zum Schrein gucken. Ich hoffe, ich habe dann alle Leute. Das ist halt das Blöde, gerade, oder was heißt blöd? Das Realistische am Spiel ist, dass es hier einen richtigen Tagesablauf gibt und die Leute auch Dinge erledigen. Das macht es aber auch umso schwieriger, gerade bei solchen Quests, dann alle zu finden. Da man sich ja nicht jeden Namen merken kann. Und wie die Leute ja ständig unterwegs sind. Tja. Ja, genau, in die Mine wollte ich ja noch. In der Mine war ich noch nicht. Und in der Mine sind bestimmt ein paar Bergarbeiter. Und die freuen sich doch über jeden Schluck, den sie kriegen können. Solange ihr un- Was? Oh nein, danke. Ich muss an den klaren Kopf bewahren. Ihr könntet eigentlich mal, ich könnte eigentlich mal eine Abstimmung machen, was ich dann als nächstes spielen soll. Ich habe bei World of Warcraft natürlich noch ein paar Sachen in der Arena, in dieser neuen Kämpfergilde zu tun. Da würde ich auf jeden Fall noch weitermachen wollen. Ansonsten habe ich hier Mass Effect liegen, da wollte ich das neueste Addon noch machen. Habe aber letztes Mal festgestellt, dass mein Save nicht mehr da ist. Beziehungsweise ich den überschrieben habe und ich müsste sowieso nochmal komplett von vorne spielen. Da gab es ja schon ein Let's Play von mir. Ach ja. Kreisgius, bitte entschuldigen. Na, das klingt ja wunderbar. Damit fehlt nur noch eins. Dieser alte Dummkopf hält sich. Er ist auf. Wir sind zu Hause auf ein paar. Kreisgius, daran stand wirklich nichts Besonderes. Er war ein. Der arme Mann. Was ist mit ihm geschehen? Es gab ein. Niemand hat. Kreisgius ist davon überzeugt. Mein Liebster. Ich liebe ihn sehr und stehe. Um zu verstehen. Kreisgius. Als Kreisgius erwachsen wurde, unser Heim war. Stattdessen,
vor einem Jahrzehnt fiel er deswegen. So ist es. Ich war damals. Ich war damals Minenarbeiterin und er war Aufpasser. Ich bin ab und an hat er mich in eine Zelle gebracht. Ins Detail gehen. Sagen, ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Da habe ich zu schnell gedrückt. So. Seid vorsichtig. Oh, das ist ja viel älter als sie. Seid ihr? Was geht euch das an? Ich kenne euch. Aber ich sage euch, es ist ein die letzte Einfahrt. Klingt genauso pervers. Grazian Zerrel, die ostkaiserliche beim Haupt. Ich habe einen nicht abgeschickt. Es geht um. Es muss sehr wertvoll für. Ja, zumindest für. Jetzt klingt ihr. Glaubt mir, dort und. Nun, die Zeit ist mein Gegner. Ja, ich will wissen, was mit Grazian hat. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meine. Jetzt kann ich ihm auch ein Getränk geben. Er wirbt wieder um seine Geld. Hört mal, ich. Meine fertig. Ihr haltet mich vielleicht für einen alten Ver. Sie glaubt. Mir ist klar, da, dann werde ich mich auf diesen. Ich hoffe nur, dass Sie und Ihr. Der alte Dummkopf hat sie doch gar nicht verdient. Die Spitzhacke ist ein Werkzeug für Bergleute, kein Verkaufsobjekt. Vermutlich hat er sie sowieso den Skal gestohlen. Na schön. Hier. Hoffentlich fällt ihm das Ding auf. Noch eine Quest fertig. Könnte ihn. Anstacheln müsst. Der Arme, es wurde im Laufe der Jahre ganz sicher. Meine größte Sorge ist, dass meinen starkköpfigen Ehemann das. Tagebuch vielleicht mal lesen. Ach du, wenn ich jetzt noch wüsste, wie es hieß. Schatzkarte, die ist neu, das weiß ich. Das sagt mir auch nichts. Da sind Tränke. Tee für Tagebuch. Da musst du. Nee, das war das mit dem verrückten Magier. Guck ich mal oben bei C für Crescius. Aber vielleicht muss ich sie auch gar nicht lesen. Schicksal ereilt. Gut, gucke ich hier mal kurz runter. Ich denke mal, ich muss jetzt questmäßig eh runter. Warum das nicht gleich aktiv ist? Zumindest neue Quest könnt ihr gleich aktiv schalten, finde ich. Das mache ich auch gleich. Frostmondschlucht. Vor allem so komisch unsortiert, das nervt doch alles hier. Stormbö, ich glaube, das war doch auch. Da haben wir sie. Also ist das auch eine Quest von hier. Sturmbilder. Und damit auch der Antyrer töten. Okay, das ist Falkenring. Da habe ich schon ein paar. Rifton. Ne, das sieht jetzt wieder aus wie die zuvor. So, ist dann jetzt hier was? Tagebuch in meinem Besitz. Und wenn das mir hier angezeigt wird, dann wird das auch hier in dem Dungeon sein. Davon gehe ich jetzt zumindest aus und gehe hinunter. Und wage mich in diese endlosen Tiefen hinab. Okay, Ebene für Ebene. Was haben wir hier? Da war doch schon was. Radikal. Erz.